Hallihallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde mit Unterwegs in Düsseldorf. Ich bin euer Mushroom und willkommen in Königsberg, Freunde. Wir haben es in der letzten Folge geschafft, hierher zu kommen. Und wir haben einen neuen Gefährten namens Maltur, ein Halbgott. Der Sohn des dunklen Gottes ist es. Und wir sind jetzt hier in Königsberg angekommen. Oh ja, guck dich den Kerl da oben an auf der Mauer. Voll die Arme. Und wir sollen hier in Königsberg Wanfried ausfindig machen und vernichten. Quatschen wir mal ganz kurz. Willkommen in Königsberg. Spielt nicht zu sehr mit euren Schwertern herum und wir werden uns wunderbar verstehen. Keine Sorge, wir haben nicht vor, Ärger zu machen. Tja, das sind ja ganz neue Töne, Schatz. Jetzt bring den Torwächter bitte nicht auf falsche Gedanken. Keine Sorge, ich habe das schon richtig verstanden, denke ich. Eure Freundin nehme ich an. Streng genommen sind wir verheiratet, vermute ich zumindest. An den Gedanken muss ich mich erstmal auch gewöhnen. Wohl ein über den Durst getrunken und dann vor den Altar zerren lassen, was? Solche Geschichten kenne ich. Sag jetzt nichts Falsches, Schatz. Cool. Wer seid ihr? Ich heiße Rondrian und bin schon seit Jahren Hauptmann der Torwache. Meine Leute und ich sorgen dafür, dass keine finsteren Kreaturen eindringen. Was für finstere Kreaturen denn? Wo kommt ihr denn her? Wisst ihr nichts von Düsseldorf und seinen schrecklichen Herrscher? Fang jetzt bitte nicht mit deinen Geschichten an, Schatz. Wir müssen zum Baron. Ah, wir haben schon eine Aufgabe, okay. Keine Sorge, ich weiß selbst, dass wir es eilig haben. Erzähl uns was über die Stadt. Königsberg ist eine friedliche Stadt. Gäbe es nicht die Bedrohung aus dem Osten, wäre unsere Arbeit wahrscheinlich überflüssig. Aber das interessiert Reisende wie euch wahrscheinlich weniger. Schaut am Abend doch mal in Minas Taverne vorbei. Sein Muntermacher Spezial ist weit über die Grenzen Königsberg hinaus berüchtigt. Oha. Gab's kürzlich was Besonderes? Gestern Nacht wurde einer meiner Wachleute hier am Tor überfallen. Er hat etwas von einer schwarzen Kutsche gefaselt. Können wir eurem Mann sprechen? Er hat die Nacht nicht überlebt. Fuck. Ja gut. Eine schwarze Kutsche, das war Wanfried auf jeden Fall. Es ist hier hallo, guten Tag. Guten Tag, hier findet ihr alles, was wir für einen funktionierenden Haushalt benötigt. Dietriche haben wir. Laterne haben wir. Hammer? Ein Hammer eben. Du, nehmen wir einfach mit. Eine Wachsjacke. Was gut bei Regen und Schnee. Aha, karierter Hut, karierter Mantel. Nehmen wir einfach alles mit. Was zum Verkaufen? Hier, Kriegsstab, bitteschön. Feuerprügel, bitteschön. Brauchen wir. Vielleicht brauchen wir das alles. Sprungfeder brauchen wir vielleicht. Silberschlüssel? Ja, brauche ich nicht. Gibt auch kaum was. Nachtwind. Boah, so viel? Ne, die behalte ich lieber. Eine Ritterrüstung. Verkaufen wir. Xynthias Kleider. Habe ich nie gebraucht. Schminke, tschüss. Handschellen. Ja, behalten wir mal. Muntermacher, behalten wir. Hammer haben wir gerade gekauft. Das haben wir alles gerade gekauft. Gut, nee, ich dachte, es wäre hier so ein Heiltränkeladen, aber die hat hier nichts. Ein Waffenladen. Oh nee, das sind Wachen. Will ich nicht. Wo ist denn da der Eingang zu dem Haus hier, bitte? Hier gibt es gar keinen Eingang. Die Stadt riesig, Leute. Ich weiß gar nicht, wo wir zuerst hingehen sollen. Hier laufen noch so viele Leute rum. Was bist du für einer? Was wollt ihr? Was macht ihr da? Ich trainiere für den Kampf heute Abend. Kampf? Hey. Wenn ihr noch einen Schwertarm braucht, wir sind zur Stelle. Ihr versteht mich falsch, mein Freund. Ich rede von einem Faustkampf, einem sportlichen Wettstreit. Ach so.
Ich merke, dass ich seit langem keine vernünftigen Gegner mehr gehabt habe. Ich mache so schnell schlapp. Das kann sich irgendwann rächen. Aha. Ich könnte eine kleine Stärkung brauchen. Was? Falls wir euch helfen können, ruht euch einfach eine Runde aus. Würdet ihr das tun? Unten am Hafen gibt es eine Bäckerei. Die backen mir immer ein Brot mit Spezialzutaten. Sehr exotische Ingredienzien. Nicht ganz billig. Aha. Also wenn ihr die 200 Taler vorstrecken könntet, wäre es toll, wenn ihr mir so ein Brot bringt. Alles klar. Bringen wir ein Brot, den guten Kerl. Er macht ja nichts. Klasse. Nehmt einfach den Weg nach Süden. Es ist nicht weit. Sagt der Verkäuferin, dass es für mich ist. Alles klar. Was ist das denn? Ist das hier die Poststelle oder was ist das? Ist das hier das Rathaus? Jawohl, mein Herr. Habt ihr ein Anliegen? Eigentlich nicht. Wir wollten uns nur ein wenig umsehen. Das ist ein Rathaus, kein Museum. Nicht so stürmisch, Herrschaften. Darf ich fragen, was euer Anliegen ist? Anliegen? Wir wollen da rein. Das geht leider nicht so einfach. Wir sind sehr beschäftigt und ihr solltet schon einen guten Grund vorbringen, wenn ihr passieren wollt. Verdammt. Ja, gut. Ach, guck mal, hier ist ein offenes Fenster. Vielleicht gehen wir das öffnen. Ah, scheiße. Hey. Oh, ich scheine vergessen zu haben, die Tür zu verschließen. Das tut mir leid, mein Junge. Aber es ist niemand mehr da. Wie bitte? Wer ist nicht mehr da? Und wo bin ich hier überhaupt? Oh, ich bitte um Entschuldigung, der Herr. Ich dachte, ihr wolltet euch einschreiben. Ihr seid in der KADW. Was? Ihr missversteht mich, mein Herr. Ich will euch nicht beleidigen. KADW bedeutet Königsberger Akademie der Wissenschaften. Oh, das wusste ich nicht. Ich trage es euch nicht nach, mein Herr. Von den Studiosi bin ich Schlimmeres gewohnt. Jetzt muss ich euch eh noch auffordern zu gehen. Wenn die Tür noch weiter offen steht, wird vielleicht noch etwas gestohlen. Bin schon weg. Hey, Mann. Ja gut, dann lass uns mal kurz mit dem Wachen nochmal reden. Du bist bestimmt der Hauptmann. Siehst cool aus. Wer seid ihr? Ich hoffe, ihr habt einen guten Grund. Was? Raven, Krähenschwinge bei der Arbeit zu stören. Was für Arbeit? Ihr versucht wohl krampfhaft witzig zu sein. Passt bloß auf, mit wem ihr euch anlegt. Kommandant der Büttel zu sein ist eine aufreibende Tätigkeit. Aber so ein Herumtreiber wie ihr versteht sich ja nicht einmal den Sinn der Worte aufreibend und verantwortungsvoll. Ich heiße Grandi. Schön. Und wie bringt uns das jetzt weiter? Ich könnte euch jetzt natürlich in mein großes Buch der Nervensägen aufnehmen. Aber momentan habe ich dazu keine Lust und keine Zeit. Ich brauche eure Hilfe. Sprecht. Wir verfolgen einen Vampir namens Wanfried. Er versteckt sich hier in Königsberg. Ihr meint doch nicht etwa den Wanfried. Den schwarzen Herzog von Düsterburg. Den meinen wir. Wir haben ihn in die Flucht geschlagen. Er versucht jetzt, dieses Land zu verlassen. Das können wir nicht zulassen. Wenn ihr geplant habt, mich zu beeindrucken, dann ist es euch gelungen. Nie in meinem Leben habe ich mir derartige Märchenerzähler und Aufschneider anhören müssen. Ja, leck mich doch, Mann, du Penner. Warum glaubt man es nicht? Hey, was geht? Glotzig so. Das ist ein Wachhaus, kein Museum. Du hast eine pinke Rüstung an. Die Leiter führt zum Kerker, da haben Zivilisten keinen Zutritt. Nee. Hey da, da geht's zu unserem Quartier, bleib da bloß weg. Man darf hier nichts machen in der Stadt. Ja, was geht mit dir? Wenn ihr was wollt, wendet euch an den Kommandanten. Ja, scheiß auf den Kommandanten. Reden wir mit dem Wikinger hier. Hey, was geht? Oho, Leute der Stadt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Grutzli, Sohn des Grizzly. Ich heiße Grandi. Ihr seid aber kriegerisch angewandt, Herr Grandi. Und das trotz des langen Sommers, der uns diesen Oktober mit schwülen Nächten plagt. Na, ihr seid aber auch nicht geradeaus. Ihr seht ja auch nicht geradeaus, als ob euch heiß wäre. Täuscht euch da mal nicht, Herr Grandi. Ein echter Zwerg zieht niemals seine Rüstung aus, und wenn er noch so schwitzt. Erzählt mir was über euch. Mich hat es eher zufällig hierher verschlagen. Ich war auf Brautschau und lernte hier ein bezauberndes Zwergenmädel kennen. Also kaufte ich mir ein Haus und suchte mir eine Stellung als Türsteher im Fliegenden Fisch. Für diese Maid hätte ich den Kavernen meiner Heimat Zwergenbinge für immer den Rücken gekehrt, aber es sollte anders kommen.
Hat sie euch verlassen? Wo denkt ihr hin, schönes Fräulein? Unsere Liebe war so stark wie die Grundfesten der Erde. Sie hörte von irgendeinem Einfallspinsel, dass es im Hafenbecken vor Jahren eine Havarie? Eine Havarie mehrerer goldbeladener Galeonen gegeben haben soll. Und wie es sich für eine Zwerge gehört, beschloss sie, nach diesen Schätzen zu tauchen. Sie hätte vor dieser Aktion jedoch besser ihr Catnam ausziehen sollen. Das ist ja eine furchtbare Geschichte. Oh, die gute Frau ist einfach ertrunken. Durch die Lage in den Klippen kriegen wir eigentlich nur den Wind ab, der von Süden übers Meer kommt, direkt aus der sarabäischen Wüste. Noch dazu liegt Königsberg direkt am Golfstrom, was zusätzlich für milde Temperaturen sorgt. Seit ich hier bin, habe ich keine einzige Schneeflocke gesehen. Die Bäume werfen ihr Laub frühestens Ende November. Königsberg ist daher ein Paradies für alle Wasserratten und Sonnenanbeter, für Zwerge allerdings weniger zu empfehlen. Kann ich euch helfen? Wegen der Hitze, meint ihr? Da kann man leider wenig tun. Leider ist der Ausschank von Bier vor Sonnenuntergang verboten. Würde ein Zwergenherrscher so ein Gesetz erlassen, seine Regentschaft wäre innerhalb weniger Stunden am Ende. Kein Problem für mich. Zufällig habe ich noch einen Krug echten Düsterburger Starkbiers dabei. Ihr nennt mich auf Namen. Keineswegs. Hier, nehmt einen Schluck. Bier ausgehändigt. Puh, abgestanden und pisswarm. Aber besser als nichts. Ihr habt mir den Tag gerettet, Herr Grandi. Kommt doch mal abends in den fliegenden Fisch. Ich lasse euch dann auch zu den Faustkämpfen durch. Da habt ihr sicher Spaß dran. Ja, ich nehme das Angebot gerne an. Gehabt euch wohl. Cool. Jetzt müssen wir nur noch mit der Frau hier reden, die hier irgendwo rumläuft. Frau? Wo ist sie hin? Sollen wir mal da reingehen? Hey, wer bist du? Boah, was bist du denn für einer? Du hast ja aber dicke Augenbrauen. Solltest du nicht in der Schule sein oder so? Wir haben Ferien, Ferien! Wow! Deswegen brauchst du doch nicht gleich so zu brüllen. Warum gehst du nicht mit den anderen Kindern spielen? Mama hat gesagt, ich soll auf das Haus aufpassen, damit uns keine bösen Männer mit dicken Augenbrauen die Spielsachen klauen. Aha, verstehe. Ich sag's dir, wenn ich einen von dieser Sorte sehe. Da sollst du nicht rein. Finger weg von meinem Schuppibär. Schuppibär? Klar, Schuppibär, was denn sonst? Warum heißt denn der Schuppibär? Weil der Herr Baron die so gerne mag, glaube ich. Das sollst du nicht anfassen. Da sollst du nicht rein. Das sollst du nicht anfassen. Ich hasse dich, kleines Mädchen. Da ist wieder der Laufe. Wo ist die Frau hin? Ah, da, guckt euch das, da ist sie ja. Hallo, mein Hübscher. Bist du neu in Königsberg oder... Sag doch einfach ja, Schatz. Wie wär's, wenn du deine Mutter irgendwo absetzt, dann führe ich dich ein wenig rum, zeigt dir die etwas romantischen Plätze und so. Mutter? Jetzt reicht's aber, Puppe. Gerade gehört mir, Kapitel? Reg dich wieder ab, Schwester. Versuchen kann man's ja mal. Wie heißt du? Trudel. Ich wohne unten am Hafen, aber da ist es mir zu zugebaut. Ich liebe die Natur. Nachts ist das allerdings etwas anderes. In Wieners Taverne treffen sich stramme Abenteurer und Seeleute aus allen Teilen der Welt. Alles klar. Romantische Plätze? Hier ist es ganz hübsch, aber noch schöner ist Clipping. Die Leute sind zwar arm, aber freundlich, aufgeschlossen und durchtrainiert. Clipping, was ist das? Das ist fast schon ein Dorf. Ihr kommt dahin, wenn ihr am Hafenbecken dem Weg nach Westen folgt. Nördlich von Clipping steht eine alte Villa. Nachts würde ich mich da nie hintrauen, aber tagsüber ist es wild romantisch. Was gibt's Neues in der Stadt? Ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Neuigkeit ist, aber die Kavaliere sterben in letzter Zeit aus. Achso, Kavaliere. Habe ich den Eindruck. Die Leute werden immer verschlossener und aggressiver. Überhaupt ist die Stimmung in der Stadt seit ein paar Tagen etwas gereizt. Gibt es dafür Gründe?
Ich weiß es nicht und kann es auch nicht erklären. Alles ist so angespannt und aufgeladen, als ob sich ein Sturm zusammenzieht. Mach's gut. Ja, dann hauen wir mal ab. Gehen wir mal nach unten. Hafen? Schloss?